Ich grüße euch alle. Heute machen wir etwas Schönes gemeinsam. Ich habe hier Emmentaler Käse. Ich habe hier Sauerkraut. Und ich habe hier Kartoffelklößmasse Thüringer Art. Die ist sehr, sehr gut. Da spare ich mir die Kartoffeln zu kochen und so weiter. Und habe ich Zwiebeln. Wir sind nachher braune Zwiebeln davon gemacht. Dann habe ich hier Hafermilch, kommt auch rein. Und dann machen wir das zusammen. Und dann habe ich hier geräucherten Tofu. Und wenn man den berät, dann schmeckt das wie Speck. Dieser Bio-Tofu, ja. Ich mache jetzt die Tüte auf von den Klößen. Und dann Schüssel rein. Das ist sehr guter Teig, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ihr das nicht machen wollt, könnt ihr Kartoffeln abkochen und dann die Kartoffeln dann pellen und dann könnt ihr die dann zermanschen. Dann mache ich darauf ein Ei. Dann Knoblauchpulver. Dann etwas Muskatnuss. Und dann mache ich etwas Rosmarin drauf. Dann nehme ich meine Hand ist sauber und dann zermansche ich das. Weil das wird so eine Art wie ein Auflauf. Wie ein Gratin. Meine Lieben. So, habe ich fertig. Habe ich vergessen, mache ich noch Pfeffer drauf. Salz mache ich nicht rein, weil der ist schon mit Salz abgeschmeckt. So, und dann mische ich das den auch noch schön zusammen. So, nehme ich beiseite. Jetzt mache ich meine Schneidebrett hier rauf. Schneide ich jetzt mir die Hälfte von dem Tofu. Sieht so schön aus. Schneide ich klein. So, und jetzt wird da gebraten wie Speck. Wie Speck und Zwiebeln. Dann machen wir in die Pfanne jetzt Olivenöl. Und dann kommt unser Tofu rein. Und ein Stück Butter. Und wollen wir das hier kross braten wie Speck. Jetzt mache ich einen Teil von der Zwiebel rein. Die andere zeige ich euch, was ich damit mache. Ich werde dann gebraten. So, jetzt kommt Sauerkraut drauf. Mach auf und einfach mit rein. Wow. Die Tüte habe ich mit etwas Wasser abgespült und dann kommt jetzt hier rein. Drauf. Dann wird das schön zusammen vermischt. Und jetzt kommen die Gewürze raus, kann jeder machen, was er möchte. Ich mache hier erstmal Salz. Ich mache ich mit orientalischem Gewürz Ras el Hanout. Mache ich auch drauf. Ich mache etwas rote Paprika auch drauf. Man kann auch Kümmel reinmachen, aber meine Familie mag keine Kümmel, darum mache ich keinen Kümmel rein. Weil Kümmel ist wichtig für Verdauung, aber meine Familie mag keinen Kümmel. Und wird das schön gerührt. So, in dieser Zeit habe ich die Zwiebeln, mache ich darauf etwas Hafermilch. Dann mache ich darauf, meine lieben Pfeffer und Salz.
Und ich mache darauf noch Semmelbröseln drauf. Und ich verrühre das mit meinen Hand zusammen so und lasse ich das so ein bisschen ziehen und nachher werden die dann gebraten. Und da kommen nachher über den Auflauf rauf. Ich lege hier beiseite. Ich habe hier den Ofen vorgeheizt auf 160 Grad. So. Und dann, jetzt muss ich das hier schmoren, bis die Flüssigkeit verdampft. So, und jetzt mache ich etwas Honig drauf. Etwas auf Sauerkraut, ein bisschen Honig. Hier habe ich so süß-sauer. Das ist so lecker. Sauerkraut ist sehr, sehr gesund. Für Verdauung. Da muss ich euch nicht viel erzählen darüber. Ihr wisst das auch. So, die Flüssigkeit ist fast verdampft. Jetzt geht, wie ich das mache, den Fond. Da kommt darunter eine Schicht von die Kartoffeln. Da. Dann kommt Käse und dann kommt Sauerkraut so verteilt darauf. Wie Art eine so Lasagne, sagen wir mal so. Ja. Schüssel zu drücken. Und jetzt kommt wieder die Kartoffel drauf. Ja? Mache ich das zu Ende und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So, und das letzte Schicht war jetzt hier den Sauerkraut. Wow, das sieht gut aus. Und jetzt mache ich darauf Käse. So, Käse muss sein. Mache ich alles rein. So. Und dann, jetzt schiebe ich im Ofen rein. Jeder Ofen ist anders, bis der von oben goldgelb ist. Und dann, das wird so gut schmecken. Das ist Wahnsinn. Das glaubt mir ja keiner, ist Wahnsinn. So, schiebe ich rein. So, jetzt habe ich den im Ofen. Jetzt machen wir die Zwiebel zusammen. So, auf die Zwiebel habt ihr gesehen, haben wir Hafermilch und Semmelmehl. Jetzt machen wir Kartoffelstärke drauf. Und mische ich das schön zusammen. Mit der Stärke. Machen wir uns in die Pfanne Olivenöl. Und dann machen wir unsere Zwiebel rein. Erstmal auf schwache Hitze. Und jetzt machen wir darauf auch ein Stück Butter. Und können wir das alles schön zusammen mit dem Zwiebel braten. Und natürlich wenden. So, die Zwiebeln nehmen schon leichte Farbe, machen wir Salz drauf, Pfeffer drauf und Knoblauch drauf. Könnt ihr abschmecken, wie ihr wollt. Schau mal, wie die Zwiebeln schon aussehen, wie lecker die sind. So, Auflauf ist schon fertig. Kann ich euch mal zeigen, wie das aussieht. So schön. Und dann zeige ich euch noch daneben die braunen Zwiebel dazu. Das essen wir nachher mit meiner Familie zusammen. So sieht es aus. Sauerkraut vegetarisch, lecker. Zwiebel dazu, braune Zwiebel dazu. Und wenn noch einer mag, kann er dazu noch essen, schlucken dazu. Das wollte ich euch mal gerne zeigen. Ich hoffe, das gefällt euch. Lasst euch schmecken, guten Appetit und alles Gute. Ich sage nicht wie die anderen Kanäle, sage bitte abonnieren, abonnieren, musst du nicht abonnieren, gar nicht. Ich mache das gerne für euch alle. Sehr gerne mache ich das, ohne Abonnement, ja? Danke.